Hallöchen, meine Damen und Herren, und willkommen zum Montag, und es ist Frontline und wir freuen uns alle wie so ein Schnitzel, ey. Frontline. Hallo Stormai, hallo First Front. Hallo. Hallo. Oh, was macht mein Greenscreen? Der macht komische Sachen. Moin. Jo, die Begeisterung steht uns ins Gesicht geschrieben, deswegen erstmal hallo an den Chat und hallo Kedö und vielen Dank für den großen Resub. Dankeschön dafür und natürlich auch vielen Dank für den Gifted Sub an Sturmei. Doppeltes Danke. Und wie immer. Danke, danke, danke. Danke, wo geht. Ah, jetzt geht mein Hype. Dankeschön. Ach, du verrückter Hund, ey. So, ist wirklich, meine Begeisterung steht mir gerade völlig ins Gesicht geschrieben. Habt ihr mir schon eine Einladung? Ah, ja. Lass mich raten, ich muss so verwechseln. Ja, okay. Wieso macht. Ach, ich weiß warum. So noch das perfekte Kostüm für dich, aber ich hab's jetzt endlich. So, und Graby, Hallöchen, hallo Babaluga, hallo Stormai, hallo Kirtano, hallo Timo und hallo First Front. Das sind die ich im Chat schon lesen kann. 10 Monate Kedö. Krass. Und ich hab davon, ich weiß gar nicht, der zweite oder dritte Monat schon, Stufe 3. Unglaublich. Hallo Shadowkan, hallo Punisher. Wie lange dauert denn der Serverwechsel, ey? Du hast ein Attentat auf mich vor. Ich auch noch auf dich. Übrigens, du kriegst noch was von mir, ne? Ne? Warte, wo hab ich's? Hier hab ich's. Ich muss es nur zuhalten, weil sonst kann man den Code lesen. Hier diese Karte. Da ist noch was. Ist noch was drauf für dich. Und für den zweiten Platz für Ranigon habe ich die Karte noch hier. Was lachst denn du? Nix. Dein Fasching ist gerettet. Oh, nee. Doch, ich habe noch die passende Maske gefunden. Alter, nicht dein Ernst, oder? Ja. Warte. Alter, ist das ekelhaft, ey. Oh, ist das abartig. So. Also wirklich, ey. Kedö, da ist nicht viel zu sehen. Der wichtigste ist der Code, der hier hinten drauf steht. Aber den zeige ich natürlich jetzt nicht, sondern das ist eine VIP-Bonuskarte für World of Tanks. Die kannst du dann von mir aus auch weitergeben, wenn du selber nicht mehr spielst. Und das ist für Ranigon. Das ist das, was ich noch von den Hospizspenden ausgelobt hatte. So, wartet mal. Ich habe einen Panzer, den würde ich gerne noch ausstatten. Ich muss generell mal gucken, was jetzt ausgestattet ist und was nicht. Ich würde nämlich heute mal den Lansen testen wollen, nachdem ich gestern gesehen habe, wie jemand damit sich so aufgeregt hat, weil er von der Arti getroffen wurde. Weil er sich auch innerhalb von 30 Sekunden einfach mal nur 2 Meter bewegt hat. Wieso kommt denn die Mannschaft hier nicht zurück zu dir? Hä? Hä? Wieso? Hä? Ein Mozi-Subscriber. Kiddo, vielen Dank. Jetzt gibt es auch noch ein Gifted Sub für First Run, damit das Quotenpärchen auch vollständig ist. Vielen danke, Dank, vielen danke. Dank. Oh. Shadow kann es, glaube ich. Wieso, ich hab doch Schweden-Mediums, warum geht der nicht in den Lansen zurück? Oh, verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht bist du zwischendurch einen anderen Schweden damit gefahren. Ja, aber ich habe ja das Häkchen gesetzt, automatisch letzte Crew verwenden, weißt du? Also eigentlich müsste er mir... Oder? Hä? Der holt mir allgemein in die Schweden. Der Mod scheint nicht zu funktionieren. Weil das funktioniert bei den anderen Panzern auch nicht. Beim Primo macht das auch nicht. Aber warte mal, der Mod geht nicht. Der Mod geht einfach nicht. Weil beim Primo ist er leer. Da habe ich den Haken gesetzt und er holt trotzdem nicht die Sabaton-Crew zurück. Boah, das ist ja nervig. Ach nee, ich weiß warum. Oh, meine Kaserne ist schon wieder voll. Oh, so ein Dreck, ey. Ich habe das Gefühl, dass ich permanent Leute aus der Kaserne entlasse. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wäre es lustig gewesen. Wah, wah, wah. So. Mm-mm-mm.
Also ganz, ich verstehe es ja, dass man überall diese 100% Crew, wenn man irgendeinen Panzer bekommt, mit dazu kriegt. Aber für jemanden, der schon länger spielt, ist das einfach nur nervig. So, hier noch. Es geht gleich los, Friends. Ich habe Promod gerade vorm Stream installiert. Also wie gesagt, es lag jetzt einfach daran, dass ich... Ich meine, ich habe 320 Betten und das reicht einfach nicht, ja? Das ist schon ein bisschen bitter. So, jetzt habe ich wieder 7 Betten frei. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, jetzt geht's. Diese unterschwelligen Hintergedanken, wenn sie... Ja, die Frau ist schon wieder... So, jetzt wollen wir hier die Panzer voll machen. Ihr wartet bestimmt schon auf mich, oder? So, der ist schon besetzt. Mein E75 läuft. So, dann noch die Mediums. Was bin ich immer gefahren? Ach komm, Lorry. Progetto, Lanzen. Was bin ich sonst noch gefahren als Medium? T4400 läuft. Progetto habe ich, Lorry habe ich, Mutz noch. So. Jetzt noch die Light. T4400? Hab ich gerade. So, Light. V? Ah, nö. Ja, könnte ich. Ja, aber nö. So, Zenlec ist besetzt. EBR ist besetzt. HWK fehlt noch. Und Bulldog. Okay. Und jetzt noch die TTs. Und dann haben wir es auch schon. Kanonenjagdpanzer. Booster anmachen. Ja, Su. Ja, aber Booster erst, wenn er soweit ist. Ja, CDA. Die erste Stunde schon. Entschuldigung, ich beeil mich. Achso, ich muss mich entscheiden. Ein Mozi-Subscriber. Ich muss mich entscheiden zwischen Kanonenjagdpanzer oder Dingensbummens. Ne, dann passt es jetzt. Scorpion. Mr. Sprotte, Resub, zweiter Monat. Ein Mozi-Subscriber. Was? Ach, warte mal, jetzt geht's wieder. Oh Gott, ich bin schon wieder. Oh nee, ich bin jetzt gerade durcheinander. Mozi VIP Resub incoming. Okay, also Krabi, ein Gifted Sub von Parsival. Vielen Dank dafür und willkommen, Flecktan, Gifted Sub von Parsival. Dankeschön. Und Mr. Sprotte, Resub, zweiter Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und jetzt mache ich noch den Booster an. Das geht hier. Zack. Und Geld ist hier. Und dann fahre ich jetzt als erstes den. Meine Fresse, haben wir es jetzt endlich nach gefühlten 20 Minuten, ey. Und irgendwie einen Loot habe ich auch noch so gesehen. Das erste graue Haar, glaube ich. Ja. Viel Spaß. Beep, boop, beep, Frontline, Creed, vielen Dank für den Loot. So, Phantom, Hallöchen, hallo Krabi. Fleck hallo Apollo. Hat Samstag zweimal einen Arsch gerettet. Der ist sogar nicht bei uns gefahren, oder? Doch, wir sind am Anfang noch Achter gefahren. Stimmt. Nicht am Anfang, am Ende. Ich glaube, den Offspring habe ich, da ist eine Mannschaft drauf. Das ist der einzige amerikanische Medium auf T8, der halbwegs brauchbar ist. Ich sehe gerade, ich muss mal... Verteidigen Sie unsere Zonen, bis die Zeit abläuft. So, irgendwie ist die Tarnung ganz schön geil. Meine? Nee. Was ist denn überhaupt? Hockt er wieder in seiner Arti? Oder wo ist er? Hä, wo ist er denn? Da, der komische, hässliche Skorpion. Ach, da! Hey, Freundchen! Haha, wie sie nicht trifft! Warte, WZ macht mit! Halt die Klappe da hinten, du! nee, Kraftwerk ist mit dabei, aber die haben sie trotzdem geändert. Standbild? Gerade wo ich auf dich geschossen. Oh, mein Spiel ist zu. Gerade wo ich auf dich geschossen habe. Ja, das ist der YouTuber-Mod. Wenn du den beschießt, dann. Ist aber doch auf Twitch, oder nicht? Ja, dann halt der Streamer-Mod. Nenn's wie du es willst. Nein. Abgelehnt. Zone B wird angegriffen.
gerade mal. Bei mir läuft alles sauber raus. Jo. Das ist die Mod, die du installiert hast, damit mir auch ja genug generelle macht. Mhm. HE macht immer Damage. Das ist. Ach komm, Objekt, fahr nochmal hoch. Das wäre doch so schön gewesen. Ich hab mich verfahren. Wo bist du? Im Auto. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, darf ich vorstellen, meine geliebte Frau. Hallo, Danny. Wenn du aufgehst, musst du aufpassen. Hier hinten, hier oben steht ein Skorpion. Hey, ich klebe förmlich in der Red Line. Ist das geil? Ich hab eher den Progetto gefunden, oder mich. Die hat. Was denn da hinten auf der Standardpose steht, ein Skorpion oder was? Naja, hier oben. Ach, da oben. Ich muss wieder mal reinkommen hier. Schieß vorbei. Du bist offen, damit die bestimmt auch offen. Ja. Da habe ich einfach nur keine. Hallo Hand Sony, durch. Servus. Doch, ich glaube, ein paar hast du. Boah, Stein aufs Objekt. Aber ich bekomme Spotting. Wieso bekomme ich Spotting auf das Objekt? Jetzt ist es zu. Hä? Uiuiui, rechts steht der Skorpion. Aua. Wie viel hat er dir gegeben? Wer? Der Skorpion. 4,93. Harty hat, schießt hier blind rein. Ja. Mir hat er 45 gedrückt. Aua. Macht euch fertig, ich hab noch Flugzeuge. Im Bauch? Im Arsch? Nee. Das mit der Turbine. Turbine wird angegriffen. Boah, ich treff nicht. Oh, der Emil steht ja gut. Was? Oh, der stand so. Oh, hallo. Das Objekt ist wieder da. 2 Sekunden. Aber erstmal Progetto raus. Oh, das spottet mich, das Objekt. Als ob ich die ganze Zeit offen bin, ey. Hallo, Klenk. Klenkt. Das haben wir natürlich kein Flugzeug mehr, ne? Also ich habe keins, ich habe gleich einen Artischlag in 15 Aua. Sekunden. Ui. Ich bin tot. Das ist eine offene Schiff. Ja, wegen so einem fetten Brummer irgendwie am Himmel oder sowas, keine Ahnung, was mich geht. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Artillerie ist bereit. Jo, noch weiter hinten starten ist nicht, oder? Nehmen wir einen Artischlag. Ich hab grad schon einen reingesetzt. Aber das und ist. Der andere Doldi fährt voll nahe. Jo! Die Kanone macht grad schon wieder, was sie will. Ich hab noch 19 Sekunden für noch einen Artischlag, aber das wird glaube ich, ne, wenn nicht gerne. Nee. War. Nee, nee. Luftangriff ist bereit! Das
war so dumm. Wir haben Zone A verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Guck mal. Was denn? Marder, F-Wort und Idiot. Und sowas. Alles Caps Lock. Bereit zum Einsatz. Ach du Scheiße, ich sehe es, ja. Ja, komm her. Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. Oh Mann, ich komm seit dir im Brogetto nicht durch. Ja, verpiss dich. Ah, Mist, der spottet mich noch. Mann, ey. So ein Dreck. Ich hasse Frontline. Ich bin nicht der Erste. Klar, der Radpanzer snipert und trifft halt auch. Die kleine Nudel. Huch, oh, was fährt er denn? Wo ist denn der Radpanzer? Danke, du blöder Scorpion. Hauptsache aufgehen und sich hinter anderen stehen. Ja, ich habe ihn halt kurz blockiert am Zurückfahren. Oh. Was? Oh, wie ich das hasse! Wenn du am Scorpion einfach mit HE keinen Schaden machst. HE macht immer Schaden. Sag mal. Ach, ich freue mich so mit euch, das Fahren immer lustig. Ich glaube, jetzt wird es langsam ekelhaft hier. Guck mal, da kommt der Radhannes hoch. Ich habe leider keine HE mehr. Oh, links. Nochmal der Kommandant! Also ich verpiss mich, ich habe noch 84 Hitpoints. Ich will nicht schon wieder sterben. Also ich finde halt beim Scorpion G ist mir das schon als Gegner schon so oft passiert, dass ich mit HE einfach keinen Schaden mache, weil ich immer angeblich diese scheiß Kanone treffe, was einfach so absoluter alterner Scheiß ist. Jo. Ich fahr da nicht nochmal rein. Wir haben Zone D verloren. Gegnerischer Luftangriff steht bevor. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Artillerie ist bereit. Wieso bin ich auf APCR? Ich wollte HE schießen. Dann komme ich am WZ nicht durch einen kritischen Schaden. Also jetzt geht's zwar echt los. Das Spiel macht sich ein bisschen lächerlich. Hey! Wer rubbelt denn da rum? Ach, come on! Komm mal Mod 1 nicht durch. Was ist das denn? Die Hauptziele wurden erreicht.
Jetzt muss ich gegen den Mod 1 APCR spielen oder was? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Come on, ey. Wo ist denn der? Was macht der denn da? Ich weiß nicht, ich hab geschossen. Hey, das könnte ich sein, der liegt auf dem Dach. Lol. Und dann. Ich hab ihn gekettet auf dem Dach. Echt jetzt? Geil. Und kein Damage gemacht oder was? Nein. Das hätte. Alter, ich glaube, wenn mir das passiert wäre, dann. Push to talk. Wie ich am ELC einfach mal mit HE nicht durchkomme. Ich muss schon wieder reparieren. Oh, der Killshot bounced an den Even, ey. Jetzt geht's. Ja, also ich bin mit HE bei dem, glaube ich, nicht durchgekommen zweimal. Und ich habe nicht auf die Kette geschaut, sondern eigentlich auf den Turm. Hey, ein neuer Mozi. Franz, danke für dein Follow, willkommen. So gut wie neu. Kommt da bestimmt gleich auf E gefahren, ey. Die Nüsschen. Und Grüße nach Berlin, Servus. So scheiße wie heute habe ich noch nicht erlebt. Okay, Tom. Wie ich wieder nicht an ihm durchkomme, ey. Wie ich jedes Mal so hässliches Kettenlaufrad vor der Nase hab, ey. Oh Gott, da ist eine ISO. Oh, die hat verschossen. Fahr doch einfach nur ein Stück vor. Nö. Dieser 5 Hitpoints. Even da unten. Danke. Gibt noch ein Spotting auf ihn. Ich fühle mich richtig groß. Loot-tut. Was? Loot-tut? Creed, danke. Jetzt sind sie abgezogen hier. Naja, war mal schön verteidigt. Ich gucke noch mal kurz eine Lucky-Lucky-Runde. Weißt du, den treffe ich wieder. Schwinde. Nö, aber hier ist... Oh doch, doch, guck mal da. Aber oh, den habe ich nicht gespottet. Oh, voll der Schmierlappen. Könnt ihr mal treffen? Nö. Ich sehe nur einen Kopf. Daneben. Der startet irgendwas. Ah, ich habe Angst. Ja, genau, du kannst das Gebäude schließen, mit Lane. Verstärkungen sind eingetroffen. Hallo. Ja, der Tiger 2 versteckt sich da hinter der Hecke, auch schön. Da ist halt noch was dahinter, deswegen kann ich ihn nicht komplett angreifen. Aber wenn hier keiner mitmacht, dann verpisse ich mich wieder. Da ist noch mehr. Mod 1. Meine Fresse, es ist doch klar, wo der steht. Ich fahr mal eben reparieren. Jetzt stehen sie in E drinne.
Angreifer erhalten mehr Zeit. Sie wurden befördert. Wir haben Zone E verloren. Wow, das ging aber jetzt schnell. Aber gut, die waren scheinbar schon drin, als ich in den Sektor reingefahren bin. Hey Foxy. Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. Hahaha, das war die Rache. Oh, die drei Streifen. Schön. Kommst du auf den... Schwere Artillerie ist schon hier, bereit. Okay, na, ich riskiere es einfach, aber ich habe bloß eine 38 Platten. Oh, ich drehe ab. Oh, fahr mir doch nicht in den Weg! Komm her, please. Wir haben sie böse erwischt. Oh, da steht noch was davor. Oh, shit, bin auf. Oh, da ist noch links dahinter. Da, ungefähr. Oh, doch schneller. Jetzt seid ihr gar nicht mehr bei mir. Was geht ab mit euch? Danke für die Info. Bin nicht mehr hinter dir. Bin nicht mehr hinter dir. Ihr Pisser. Es ist so wie vorhin deine Reaktion. Einfach mal, du Arschloch. Bevor du überhaupt weißt, um was es geht. Ja, na, bei euch beiden. Hey, Moment, ich kann nichts für seine versauten Gedanken. Hey, komm, du hast mitgemacht. Ich hab bloß gelacht. Du hast 2 Minuten später einfach noch einen Link geschickt. Ja, so, das ist was anderes. Ach, das ist dann wieder was anderes. Ja. Oh, warum treffe ich den nicht? Nein! Oh, schön. Die haben 5 Arti-Schläge gerade auf mich gesetzt. Hörst du da Mimimi? Nö. So werdet ihr wenigstens nicht getroffen. Doch, du bist so generös, ey. Was? Ha, da wächst nicht nur die Nase. Wird angegriffen. Oh. Das sag ich lieber. Na klar. So, ach, scheiße, Chrysler. Das Ding, ne? Ich bin spotted. Macht's weg. Am liebsten würde ich den da runterschubsen. Wieso schießt denn keiner auf den Chrysler? Ich spot den doch schon wie so ein Weltmann. Oh, da kann ich ja schießen. Zone F wird angegriffen. Der ging nicht durch. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. So, Löwe. Oh, 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 scheiße. Okay, der ist noch ein Stück weg, der T34. Kontrolle über Zone F verloren. Na komm, Defender, den schaffen wir zu zweit. Boah, jetzt bin ich raus. Was macht denn der Defender? Wo ist denn der? Der ist überhaupt nicht mitgefahren. Der steht immer noch um die Ecke. Was für ein Trottel. Ach, Mann.
Mami, Mami, schön, dass mich der Storch gebracht hat. Ja, mein liebes Kind. Ach, dann ist Papi also impotent. Ach so, was fahre ich denn jetzt? Der Zug hört was? Papi ist impotent. Los geht's. Davor habe ich auch nicht gehört. Ich habe gesagt, Mami, Mami, stimmt es, dass mich der Storch gebracht hat? Ja, mein liebes Kind. Ach, dann ist Papi also impotent. Der ist echt dumm. Bronchsturm. Nee, der Bronchsturm ist nicht da. Hey, Ruben. Der ist vom Druck, Detlef. Das wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen. Ziel 1 wird angegriffen. Die sind einfach echt stumpf auf die ganzen Ziele hier. Oh Mann, da haut er nur mal einen Haken rein. Das gibt's ja gar nicht. Boah, so eine Su-130 mit HE, die schmeckt. Wir haben Ziel 1 verloren. Wo ist denn jetzt der blöde Leiten? Ah, dort. Hau ab, pro Ghetto. Boah, wenn der noch Lorry bounce. Schöner Hit. Oh, da hatten die Fender Angst vorm Progetto. Was ist denn das? Ja, und scheiß Radpanzer von hinten. Ach, komm, ey. Weißt du, und ich werde gekettet und der Defender hat Schiss vor dem Progetto, ey. Bereit zum Einsatz. Geh mir doch mal aus dem Weg! Dann fahr doch mal! Okay, CDC. Kriegst trotzdem noch eine hinterher, weil du ein Arschloch bist. Ja, ich habe jetzt zwei Defender gehabt, die sich einfach nicht getraut haben. Da kommt echt Freude auf. Defender spielen. Na, ich könnte Schaden nehmen, ich bin so weich. Lass mal den Light vorfahren und tanken. Ups, da kommen wir ein bisschen Achsel. Na, jetzt pushen sie gerade auf die 4. Ziel 4 wird angegriffen. Jetzt steht die S3 da oben drin. Wow, und ich treffe sie sogar. Inspirier mich, oh. Also irgendwie so volles. Ich hab keine volle 60 Frames hier. Nee, auch nicht. Das ist schon gerade krass. Das war in den sonstigen Frontline-Wochen nicht so. Wir haben Ziel 4. Was? Das war schnell. Nur noch eins übrig. Beschützen Sie das letzte. Ja. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Ich weiß aber auch gerade nicht, woran das liegt. Ja, tu ich. Ich, Frontline ist die Woche angesagt. Ich schieß drunter durch, das ist echt ein bisschen. Sie wurden befördert. Ihr habt ja schon wieder zwei Bremsstreifen. Die 2 wird angegriffen. Ich weiß gar nicht so richtig warum.
keine Ahnung. Schwere Artillerie ist bereit. Ich brauche ihn nicht nochmal starten. Ah, ja, stimmt. Hauptziele gesichert. Gut gemacht. Ja, aber das verstehe ich gerade nicht, warum mein. Warum ich. Okay, also, ich habe es erst am Ende gemerkt, aber. Keine 60 Frames. I don't know. Was kostet denn das nette. Alter, aufblasbarer Penis, ernsthaft? Und vor allem ist das noch eine Frau, die das Kostüm trägt. Ich glaub's ja noch. Ey. Kann ich noch irgendwo Punkte vergeben? Oh, hier. Okay, meine Schatzis. Womit starte ich denn mal als erstes? Tom, nächste Woche gibt es wieder normal World of Tanks. Ach komm. Aber ich will ja den Panzer einfach haben. Und mit den Boostern ist es noch machbar und deswegen versuche ich es auch einfach. Nur um Horsten gefallen zu tun. Ach du Scheiße. Oh, ey, wir haben Booster an. Nee, Spaß. Hab ich auch. Na, das kann dir doch egal sein, wenn er seine Booster mit einer Arti verbraucht. Ja, aber ich verbrauche hier meinen auch. Na, du musst wegen doch. In der Wartezeit. Ach so. Moin an alle, gut Schuss. Eigentlich wurde ich gut erzogen. Keine Ahnung, was danach passiert ist. Pommern, Dankeschön, willkommen. Nee, das waren jetzt keine Mikrolecks, das waren einfach nur eine schlechte Framerate. I don't know. Vor allem, weil wir auch so lange warten mussten. Hast du nochmal Glück gehabt, Freundchen? Noch Angriff. Ach Gott, stellt man sich denn hier als blöder Spieler? Ich überlege gerade, wo ich mal als CD. Ich habe nämlich C als CD noch lange. Um die Hauptziele zu erreichen. Doch, einmal hatten wir. Ja, ich Effektion. Bin ganz am Anfang, ne? Ich die allererste ja, da bin ich doch da hinten fast überschlagen. Stimmt. Leider nur fast. Die scouten. Ehrlich, spott mir was. Nö. Nein. Achso, ich habe nämlich ganz vergessen. Noch die Steinigung zu begrüßen. Ihr müsst eine lustige Steinigung werden. Ja! Ihr müsst ein Einheimischer. Prima! Und viel Spaß, die Herrschaften. Das ist so dumm einfach. Ich glaube, von hier aus kann man gar nichts machen, oder? Oh, hallo. Hey, du Julus, der ja gleich richtig war. Ja, ich habe mich ein bisschen verdauen. Ein Busch. Boah, und ich verschieße ja gleich mal auf den TL. Schade. Ach, ist er weggefahren. Oh, zu spät. Großartig, schieß. Er hat er doch auf den TL. Warum denn nicht auf das, was ich aufmache? Weil du so ein 3-Sekunden-Scout bist. Und das andere wäre doch Ding. Ja, Ding. Aber nicht im Frontline. Hey, ein neuer Mozzi. Simon, danke für ein Abo. Auch wenn das auf YouTube ist, guckst du bestimmt gerade hier nicht zu. Yeah! Rad getroffen und Schaden gemacht, du Hannes. Schön, ich habe zwei AFKler hier neben mir. Ah ne, der eine fährt jetzt. Und der andere... Zone A umkämpft. Wow. Was pusst du denn da hinten schon wieder rum, ey? Ups. Du kleine Pussy, du bist echt wie so ein kleines Mädchen. Ich geb dir gleich Taschentücher. What the fuck? Wo bauen sich denn da? Ach man. So, komm. Komm richtig hoch.
Es ist so viel offen. Warum beschießt du denn nichts? Weil ich da hinten nichts beschießen kann. Du musst dich verlegen. Oh, scheiße, Radpanzer. Selbst da schließen wir auf den Burgstein. Verlege, komme ich da nicht ran. Jetzt war der Löwe so, dass ich hätte treffen können. Schade. Der war ein schöner Treffer. Leider nicht ganz getroffen. Wo ging denn der Schuss hin? Auf den T1 würde ich eventuell kommen. Irgendwo ist da. Zu weit weg. Ein Zaun im Weg. Die blöde Brücke im Weg, auf den komme ich nicht. Oh, hallo. Kommt der Radler nochmal? Jo, ins Gesicht mit dir. Jetzt hat er mich aber aufgemacht, scheiße. Aber einer ist raus. Ah, X schießt jetzt hier blind auf meine Posi. Kommt der Kollege hier unten lang? Ja, nix mehr im Arsch. Oh, die pushen jetzt hier. Da, Dennis Sonne, der kommt noch weg da. Der Radler kommt noch mal. Oh, da ist er. Ist der hier oben? Zone D umkämpft. Naja, aber solange wir halt nicht cappen, geht das noch Jahrhunderte lang, bis die Zeit halt abgelaufen ist. Wir haben zwei Kanonen Vorsprung. Ja, komm, AX, trau dich. Oh, Kanone, ey. Es sind schon zwei AXe dort. Ach, da kannst du halt nicht. Oh, ich hab gerade keine AP mehr. Wo ist denn der nächste Rap-Punkt? Ach du Scheiße am Arsch der Welt. Oh yes. Na komm, jetzt fahr doch mal richtig hoch da, du Dödel. Du Dödel. Klar. Was will der denn? Das war knapp. Wow. Und jetzt verpasse ich ihn, wenn er da quer fährt. So eine Kacke. Ich darf auch nicht treffen. Schön. Ach, zu viele Häuser. Scheiße. Hätte ich noch mal gewartet.
Rummelschießen weiß ich gerade gar nicht. Es war ziemlich ausgeglichen. Es war jetzt keine Option extrem weit vorne. Wow. Hallo, Black. Ja, ich bin am Type gerade am Turm nicht durchgekommen. Aber jetzt bin ich auf Heat. Ich habe keine. Oh, schön. Ah, Mist, der ist nicht gekettet gewesen. Schade. Jetzt hätte ich ihm eine Heat geben können. Das Blöde ist, ich will eigentlich gar keinen Heat schießen. Ich habe noch 6. Ach, ich gehe mal Munition erholen. Das ist mir sonst zu dumm hier mit Heat. GG Su, schreibt der Mod 1. Gibt's noch eine andere zu? Keine Ahnung. Achso, mich, ja, der hat mich vorhin schon angeschossen. Idiot. Wir haben Zone C erobert. Zusätzliche Zeit erhalten. Jetzt habe ich das gesehen. Schön. Oh, manchmal. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendeiner. Hey, der Streamer. Er hat Penis geschrieben. Yip Yas, kleiner Panzer, Yip Yas. Oh, da ist ja noch eine IS-3. Ach, und ein Progetto. Oh. Die Hauptziele wurden erreicht. Da hinten ist auch noch ein Baum gefallen. Der ganze Schnee, ey. Ich bin so langsam. Du darfst das nicht mehr, ich darf es auch nicht. Ja. Aber ich darf lachen. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Wer fährt denn da AT-15? Um Gottes Willen, ey. Der dämmt mir auch mal Damage. Was? Der macht mich doch nicht mal auf? Wie geht das denn? Das sind so viele Büsche im Weg, dass der AT-15 hier nicht aufgeht. Da ist er. Jetzt muss ich aber echt mal langsam zu einer Reparatur kommen. Der macht mich auch nicht auf, okay. Frontline Braindead Creed, ja, so ein bisschen. An den AT-15 komme ich. Pixelschuss auf dem Ding. Ach, Kacke. Bitch. Das war die Entschädigung für die 100.000 Schuss davor, ey. Ich will mir mal angucken sollen, was sie jetzt genau geändert haben auf der Map. Oh, jetzt bin ich spotted. Ach, Flugzeug, scheiße. Schwere Artillerie ist bereit. Ich sehe gar keinen. Du fährst zuerst rum, oder? Was denn? Ich kann aber auch trau, diesen IS-3 anzugreifen. Ich geh cappen. Wird zwar vermutlich nicht funktionieren, aber... Fehler fast. Fehler verloren.
Blöde war, dass hier schon gerade eine Arti hingerotzt hat. Das heißt, die Nachbars-Arti schießt hier rein. Und hier kommt ein Jagdpanther. Los, inspirieren. Ja, Arti. Ey, ernsthaft? Nochmal irgendwelche Module kaputt schießen? Jetzt schießt noch eine Nacht. Jetzt schießen noch mehr Nachbars-Artis hier rein. Ich habe einen toten Fahrer, einen toten Ladeschützen und habe noch 27 Hitpoints. Wenn irgendwas von hinten kommt, bin ich tot. Oh, warte, ich schieße. Halt dich bloß fern. Wir haben Zone F erobert. Zusätzliche Zeit erhalten. Gott. Sie wurden befördert. Ja, genau. Sean, hallo. Leon, so wird's sein. Oh, ernsthaft? Vorher triffst du den Oho für 339 und dann One-Shot 205 nimmst du ihn. So gut wie neu. Wieso bin ich denn auf HE? Eigentlich müssen wir nach E rüber, oder? B, ne? Oder was ist das? Ach so, B haben sie auch noch nicht mehr. Och, ja, nee, B nee. Erstmal. Scheiße. Ich hätte mich jetzt ruhig mal rausschießen können, weil dann hätte ich nämlich irgendwie einen anderen Panzer nehmen können. Mist, geht nicht. Hm. Au. Au. Ist noch jemandem zumute nach einer kleinen Schelmerei, wenn ich meinen lieben Freund erwähne? Schwanzus. Longus? Das stimmt, Parsival, ne? Die Schneeleopardentarnung bringt dir auf der Map bestimmt nochmal 5% extra. Husch. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Komm, Panzer, fahre! Fahre zu! Wo ist denn der Cheater? Achso, jetzt sitzt noch eine Arti. Dem gelben Schnee ausweichen, das ist eine Falle. So, wie viele sind jetzt zurückgefahren? 4. Wir beide und noch 2 Lights. Alle anderen sind direkt auf die 5 gefahren. Klar. First One ist kaputt von der Arbeit, schreibt der Horst. Ja, das stimmt. Er hat vorhin schon so Mimi. Erster Tag. Oh, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ich muss doch. Ich bin heruntergekommen vom Dach. Hat sich aber fallen lassen, stimmt. Jetzt ein paar Wochen kreative Pause gehabt. Kreative Pause. Die ist er? Die ich wollte gerade sagen, Nadja, ist er kreativer geworden? Nee. Fräulein, da kommt gleich ein 42er geflogen. Entschuldigung, 43er. Och, Mann. Dieser Löwe pisst ihn. Na, oh, der steht dahinter. Shit. Nee, der fährt durch. Ey! Da kommt ja gar nichts an.
fahre ich wieder hier hoch. Wir haben 4-5 zerstört. Ja, da fliegen die Mumpeln besser bergab. Hm, genau. Du bist auch so eine Mumpel, ey. Stimmt. Aber ohne Skill. Wir haben Zone B erobert. Luftunterstützung kommt. Oh, geil. Hallo, Gadget. Nö, ich spiel nicht alleine. Was, man hört die anderen nicht? Achso, Duck und Versteck. Alles klar, das war nur Ironie. Die sitzen nur am Voice-Chat. Ja, die sind nur da, damit überhaupt jemand einschaltet. Mich will ja keiner sehen. Mimi. Da ist die Arti. Oh, ernsthaft? Nicht mal eine Arti schaffe ich. Ah, bei mir war sie schon weggefahren. Schade. Ja, Stefan, dann musst du aufstehen. Was muss ich? Eher aufstehen. Ach. Ich mag aber... Schau mal, wo kommt der Superbursch? Ich mag mein ich Bett doch. Hä, wo hab ich denn den durchgeschossen? Ups. Tja, ups, sagte. Das hatte ich bei der letzten Frontline-Woche auch. Da bin ich in Zen weggefahren und hab einem Superpirsching irgendwie permanent irgendwo durchgeschossen und ich wusste nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, also das war mir jetzt auch ein Rätsel. Hatte gestern einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang. Zuerst ins Bad, am Kühlschrank vorbei, dann zum Sofa. Wetter spielte auch mit. Frage, würdest du den Tiger 2 in der Frontline nutzen? Nö. Ich würde den Tiger 2 aktuell eigentlich... Der FV liegt auf der Seite. Mir gar nicht antun. Das ist ein bisschen... Also... Tiger 2, das ist eigentlich so ein schöner Panzer an für sich so, aber nicht so, wie er im Moment im Spiel ist. Aber hey, Wargaming, wir müssen das Balancing der deutschen Heavys erstmal verschieben, weil wir müssen erstmal das Granaten-Balancing machen, damit wir wissen, wie schlecht wir die deutschen Panzer anschließend machen können. Ja. Jeden Rotzpanzer, jede Rotznation haben wir noch dieses Jahr gebalanced bekommen. Alles, wie wir es wollten. Und was ist passiert? Weißt du, schwedische Heavys. Keine Sau hat gesagt, dass schwedische Heavys einen Buff oder eine Veränderung brauchen. Was passiert? Innerhalb von einem Vierteljahr ist schwedische Heavys angepasst. Und deutsche Panzer, deutsche Heavys, EN100, Tiger 2? Nö. Warum? Boah, kann man hier nicht reinfahren, oder was? Sorry, dass ich mich da schon wieder so aufrege drüber. Das ist so eine Kacke. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Wir haben Zone E erobert. Zusätzliche Zeit erhalten. Sag mal, geht der da mal raus? Jetzt fahrst du immer noch in der Suche rum. Meine Fresse. Das war knapp. Ja, Grabby. Sie wurden... Weißt du, ich an für sich, mir ist es eigentlich zugegebenermaßen bei diesen Tanks mit diesen Doppelkanonen, das ist mir eigentlich fast scheißegal. Es geht mir wirklich im Moment ziemlich am Arsch vorbei. Ich bin da weder gehypt, noch bin ich irgendwie, reg ich mich darüber auf. Ich find's einfach nur so asozial, dass halt die deutschen Heavys wirklich seit Ewigkeiten mal irgendwie eine Anpassung benötigen. Aber nein, müssen wir erstmal die Munition machen. Hauptsache, wir fassen keinen deutschen Panzer an. Achso, doch, den E-75 immer einfach mal weicher machen. Also den E-75 TS. Den ja eh noch keiner fährt irgendwie. Ja. Ja, gut, ich meine, vielleicht nehmen sie die Änderung wieder zurück, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Naja, verschlechtert würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Sie haben ihm eine deutlich bessere Mobilität gegeben, dem E75 TS. Die Frage ist halt, ob sich dadurch seine komplette Spielweise nochmal ändert. Jetzt glitscht der so dumm runter. Aber es ist halt wieder so, deutscher Heavy kann nicht gut gepanzert sein. Nein, das geht nicht. Ziel 3 erreicht. Der Leid dort, kann der... Oh, jetzt fährt er weg. Nee, bleib dort stehen. Genau, der schöne Abschlag ist für dich. Bleib da stehen. Hallo?
Entschuldigung. Hallo Dustin. Streamerglück. Was? Ich hab dem einfach einen Artischlag verpasst. Mhm. Aber ich hab niemanden, der hier spotten kann. Das ist scheiße. Wir haben Ziel 3 zerstört. Nur noch eins übrig. Hallo Mathis, servus. Und dann kommen im Stereotin nicht durch, es ist so bitter. Ah! Ich hab Dreck vor der Kanone. Oh, der spottet mich scheiße. Fuck. Jetzt bin ich tot. Die Hauptziele wurden okay, zerstört. Oder nicht? Gut gemacht. So ein Dreck. Oh, gerade noch so befördert. Ja, schön. Cheater. Ich mag die Map auf jeden Fall im Moment mehr als die alte. Ja. Aber das liegt vermutlich einfach daran, dass die neu ist. So, dann gönne ich mir Majotto mit Spekulatius. Was? Ich hab hier nur Nüsse. Giotto. Alter, weißt du was? Da mache ich einen Tag mal wieder arbeiten. Neue Giotto mit Spekulatius. Gönn mir. Das Abtrainierte muss wieder rauf. Nur am Fressen. Sagte der sich die Kekse reinstopft. Oh. Nein. Ich dachte eine Streuselschnecke. Oh, eine Schnecke wäre jetzt geil. So eine schleimige. Oh, ey. Eine Nacktschnecke. Ohne Haare. So richtig schön schleimig. Zum Glück sind wir hier unter uns. Zum Glück sind wir hier unter uns. Ja, Timo, bin ich. Ich werde es nur die Woche nicht schaffen, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Spielen, aber ich werde es auf jeden Fall in der letzten Woche schaffen, dann spätestens. Ihr wisst schon, was man noch Nachtschnecken nennt. Nee. Nö. Mörb? Was? Wie kommst du jetzt auf Mörb, Alter? Hast du nicht Mörb gesagt? Nein! Was ist falsch mit dir, Frau? Du hast doch gesagt, wisst ihr, was man noch Nachtschnecken nennt? Ich so, nö, du so Mörb. Nee, ich hab nicht Mörb gesagt. Du hast Mörb gesagt. Ja, nachdem du es gesagt hast. Was hast du denn gesagt? Na, nö! Ach nö! Das hat sich für mich angehört wie Mörb. Da dachte ich mir, okay, warum? Wir sind ja auf B. Scheiße, wo fährt man denn dahin, das TD? Ich hab keine Ahnung. Zone A wird angegriffen. Seit ich Tabletten nehme, reden die Möbel kein Wort mehr mit mir. Eingeschnapptes Pack. Hm. Boah. Nicht weit genug vorgehalten. Kontrolle über Zone A verloren. Angreifer. Was? What the fuck? Läuft bei denen auf A, würde ich sagen. Ja. Sauber verkackt. Hm. Aber hier stehen irgendwie Schindlut hier. Was ist denn eigentlich mit unserem Skorpion? Ah,
der kommt gleich. Skorpioniert. Na, wir hätten ruhig ein Leit mit in die an das Autobahn-Ding reinpacken können. Weil so ist es jetzt tatsächlich ziemlich witzlos hier. Ah, haben sie verbessert für die Angreifer, okay. Naja, irgendwas war ja mit den Caps, die sie da irgendwie... Boah, das ist irgendwie blöd. Ist das irgendwas drauf? Nee, gar nicht, weil normalerweise hängt ja auch mal was in der... Zone C wird angegriffen. ...in dem Autobahn-Ding drin, aber da ist halt kein Leid von uns. Ich fahr jetzt mal hier zu dem anderen Skorpion und gucken. Fahr hier hoch. Ja, ist wir haben vorbei. Zone B verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich B schon mal als Verteidiger gespielt habe. Ach, da kommt schon der Radio, ja, Johannes. Wir ich haben uns bin tot. Hab noch gar nichts gemacht. Also noch mehr Rad, Hannese. Ich krieg Spot auf irgendwas. Kontrolle über Zone C verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit. Flugzeug getroffen. Flugzeug? Sicher? Ich sehe keins. Ja, aber wer soll mich denn hier hinterm... spotten. Nein, ich bin nicht auch, also, hä? Na, wer weiß. What the fuck? Also ich habe kein Flugzeug gesehen, aber ich muss ja anscheinend offen gewesen sein. Also meine Lampe war nicht an, auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht offen, ups. Hallo Viti. Ja, komisch war das jetzt auf jeden Fall. Oh, hallo. Naja. Ja. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Ach komm. Naja, ist wurscht. Ich weiß einfach, warum ich normalerweise kein Frontline werfe. Was zur Hölle? Weißt du, er trifft der scheiße Mur aus der Fahrt heraus. Als Heavy, na klar. Bleibt ihr auf E? Ich bin auch, ich lebe ja, bin ja wieder eingestiegen hier auf E, ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir hier einige von den blöden Radhannissen da rauskriegen. Leck mich, FV da oben. Türkisch. Boah, werden das Rohr da hingelegt, ey, wow. Hat mich voll ausgehebelt. Das Drecksfahnenkreuz! Hätte tot sein können, der Radhannes.
diese... Ja, es bot mich halt. Jetzt kommt nur Summer. Uiuiui, ich bin weg. Weiß zufällig jemand, wozu der M48 Räumpanzer mit Planierschild gut sein soll? Zum Planieren. Ja, pff, hat da jemand den Monster nicht aufgepasst? Schwere Artillerie ist bereit. Der ging nicht durch. So, der steht. Sumo könnte vielleicht ein bisschen hässlich. Ja. Oh, schild dich. Oder so. Oh, scheiße. Ich muss ja weg. Zum Glück schon wieder einen zweiten drin, ja. Rechts von dir, Nadja. Fahren wir drauf? Nee. Hier ist eine Scheißecke. Oh, der LV piept. Schön. Oh, cool. Manchmal bin ich selber von mir überrascht. Zone F wird angegriffen. Die Lore hinter uns. Jo. Die schnabulieren uns da weg. Boah, die ist so schnell tot. Ich komme nichts von ihr abbekommen. Da, ah, hier ist drei. Immer noch befreit, aber was ist hier los? Oh. IS-3 komme ich nicht ran. Ups, guck, guck. Nicht? Was? Du bist aber auch ein YOLO. Was? Du hast keine Räder, du hast... Hab ich so gelernt? Nee. Wow, wie offen. Kontrolle über Zone F verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Oh, das wird ganz offen. Das war knapp. Jetzt wird es langsam ekelhaft hier. Versuchen wir mal meine 6 Platten noch da herzubringen. Oh! Sind die schon drin im Cap? Nee, ja, und genau. Reparieren und dann Munitionslager. Geil. Aber hinter ja, uns. Ja, das kenne ich. Ja, ich komme nicht durch. Problem ist, hier ist ja der LP da oben. Ist das nur der RV? Nee, 53 TP. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Ich kann jetzt in 60 Sekunden wieder mal Moonlight. Pass auf. Die Hauptziele wurden erreicht. Das ist so behindert mit diesen nicht automatischen. Och, da steht eine Su dahinter. Sie wurden befördert. Was ist der Unterschied zwischen einem Türken und einem Bayern? Der Türke kann besser Deutsch. Ey, von wem ist der? Von Mattes. Aha. Hocken da oben auf dem Camperhügel. Ja, ja. Ah, beim ersten Mal habe ich was getroffen. Nadja? Schön. Ja. Oh. Ey, du hättest eine Su killen können, aber weil du wieder aufs Handy gabst, checkst es. Ich hab den Stinkefinger-Smiley zu. Wo zur Hölle? Wo? Alter, dieser Drecksradbus steht ja... Ja, nochmal!
Ich bin hier dauerspottet, ich weiß überhaupt nicht warum. Reparier die Scheißkette! Die müsste leer sein. Wer zur Hölle spottet mich denn hier? Jetzt stehen die drinne. Fuck. Oh, der steht. So, ich ramm dich. Ich fahr auf dich drauf los. Ja, Scorpion G instant APCR. Alter, die Leute, das sind so richtig. Ich fast was Falsches gesagt, ey, hätte ich wieder Ärger gekriegt. Wo zur Hölle? Ja, nimmt mich raus. Dreh um. Ich bin tot. Ich stand halt noch dort. Deswegen. Nee, ich meine Nadja. Hallo Manuel. Zone E verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Guten Nacht, Timo. Servus. Zone D wird angegriffen. Mit Skin? Ja. Ich bin den... Weiß ich nicht, eine Handvoll mal gefahren fürs Video, ansonsten habe ich ihn nicht nochmal angefasst. Ist ja am Ende wurscht. Ich bin spotted hier. LDDB nervt. Wie zur. Ja. Ja, ist klar. An der Seite einem Russenpanzer muss man keinen Schaden machen. Kontrolle über Zone D verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Mein Kumpel in seiner neuen Wohnung besucht, meinte ich, soll ich mich wie zu Hause fühlen, hab ihn rausgeschmissen, hasse Besuch. Ich glaube, ich stehe ja ziemlich dumm. Ich erinnere mich wieder, dass die Gun irgendwie nicht so der Brüller war. Ach ja, und die AP einfach so langsam fliegt. Ach komm schon, leck doch zu. Na, kommt der nochmal? Boah, die AP ist echt langsam. Oh, ich krieg hier von dem Sumua gleich Besuch. Ziel 1 wird angegriffen. Oh Scheiße, jetzt war ich spotted. Okay, Arti hilft mir, das ist schon mal gut. Oh Gott, da kommt ja noch mehr. Ach klar. Ja, und instant eine Su.
Man muss ja auch einen Highroll machen. Wir haben Ziel 1 verloren. Ach, come on! Diese ganzen Radpanzergeschwüre. So nervig. Und wieder nur das Rad. Bringt doch noch 25.000 mehr von denen. Ziel 2 wird angegriffen. Oh, in dem habe ich überhaupt keine Dinger drin, sehe ich gerade. Oha. Hallo, warum zieht denn der nach rechts, wenn ich nach links drücke, ey? Alter Falter. Oh, das war doch nicht. Ach, und da ist der nächste Jodler. Ach, Mann, ey. Wo ging denn der jetzt? Hallo, Arti. Hinter uns, vor uns, überall. Ja. Wir haben Ziel 2 verloren! Abpralle, ja, ja. Nur noch eins übrig, beschützen Sie das letzte! Frontline ist einfach der letzte Mistwort. Boah, jetzt kommen sie echt von allen Seiten gerade. Hallo Rathannes. Na? Scheiße, jetzt kommt da. Ja, und hin. Ich bounce dann auch noch an dem. Alter, wie viele Radpanzer hier gerade sind? Was behindert. Ja. Ach, scheiß Stein. Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Hier ein Rad, da ein Rad. So lächerlich einfach. Oh, hallo. Wir bauen die Loren mir. Geil. Hihihi. Nee, der hat keinen Bock. Hier ist 3. Boah. Arti. Ziel 3 wird angegriffen. Okay. Die Lore ist leer. Auch genannt leer. Hehehe. Oh, fick dich doch, das Spiel. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Penetration! Komm jetzt. Ach, natürlich. Scheiße, kaputte Kanone. Oh. LOL! Boah, der Defender nervt. Der spielt mich die ganze Zeit rum. Ich kann nicht zielen. So. Defender, ein kleines Stück Scheiße da neben mir, ey. Ja, ohne Scheiß. Die ganze Zeit rutscht er an mir rum, der kleine behinderte Pisser. Ja, dann soll er doch auf den Gegner schießen, der kleine Homo Sapiens da. Das regt mir zwei Schoppisler auf. Ich krieg die ganze Schüsse für den Pisser ab. Naja, mit kaputter Kanone, das hab ich gerade schon gemerkt. Ich frage mich, wie lange ich jetzt hier noch überlebe. Thank you.
Also wer das eingesprochen hat, echt. Oh, scheiße. Ja, er dreht den Turm, okay. Oh, jetzt bin ich spotted, scheiße. Zockt es sich selber in so einen Radpanzer, ich fass es nicht. Ja, ist mir doch scheißegal. Ich bin genauso dumm wie er. Ja, ich denke, alle Dinge zerstört. Ja, läuft trotzdem auf und zu. Hey, Captain White Chief, servus! Mama, was macht der Storch, nachdem er das Baby abgeliefert hat? Er liegt auf der Couch, trinkt sein Bier, schaut TV, rülpst und pupst. Geschichten aus dem Leben, hör, Ketano. Das war er doch, oder? Mhm, klar. Es sind heute also Storchenwitze dran, das letzte Mal waren es andere Körperöffnungen. Moment. Was? Nix. Alles gut. Soll ich jetzt auch mal Noob sein? Was denn? Fährst du jetzt auch Rad, Hannes, oder was? Oder Arti? Nee, ich besitze keinen Radpanzer. Ich muss mal kurz in den Ami-Panzer. Das habe ich scheinbar irgendwie total verpeilt. Wo ist denn der jetzt hier? Ich dachte, der baut mir da automatisch irgendwas ein. Wieso baut denn der mir da jetzt hier Inspiration ein? Naja, egal. So, Luftangriff und das. Aber wir machen natürlich wieder erstmal. Ich glaube, das letzte Mal mit Cortano bin ich ja den hier ganz oft gefahren. Mal gucken. Da ist 100 Pro ein 6. in Crew drauf auf der SU. Witzig, ich hab noch nicht gelacht bisher. Cheater kurz abwesend. Schon wieder? Ja. Lässt einen fahren und sagt schöne Grüße aus Darmstadt. Die Würstchenlieferung kommt bald. Oh mein Gott. So schaut's aus, Black. So schaut's aus. Normalerweise hatte ich hier immer Ziele, das gibt's ja gar nicht. Da ist irgendwie der Wurm drin. Oh, weißt du, was wir vergessen haben? Booster zu aktivieren. Ich glaube, der war jetzt abgelaufen. So eine Kacke. Nee, ja, wenn ich eine AE hätte, dann würde ich jetzt hier nicht fahren. Ah, das ist jetzt eine Runde ohne Booster fahren, das ist ein bisschen scheiße.
Wenn das ist ein General wird, kotze ich im Strahl. Ach, es geht eigentlich. Bist du schon jetzt so weit, oder was? Nee, aber... Sehr witzig. Wegen dem Booster meinst du, ja. Geht so, General. Also mit der neuen Karte ist es halt ein bisschen mehr abwechslungsreicher. Also normalerweise war auf der Position aber deutlich mehr los. Na ja, gut. Ich habe das Gefühl, der Gegner ist heute genau da, wo mir Netz. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie eigenartig. Was macht der denn da ernsthaft? Oh. Ich habe was zum Spielen gefunden. Zone C umkämpft. Kann ich nicht anpingen, weil. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, 20, ey. Der ISM von mir ist ja auch richtig weit kommen. Nee, also in dem Moment, wo ich ein AE habe, werde ich keine Runde Frontline mehr spielen. Oh, hallo. Ob die Flugzeuge hinter sind. Ja, danke. Da ist noch was. Wow. Bist gleich auf. Wow! Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, IS-3 jetzt. Genau, mach mir. Fahr, bleib oben! Ach du Sau. Die Lore kommen dann. Jetzt brauche ich Spotted. Du bist erfolgreich bekämpft, ja, ja. Oh, schön. Schöner Hit, sehr schöner Hit. Also unser Reparaturpunkt ist ja mal richtig für den Arsch gesetzt. Ja. Das sind, was, das sind keine Geheimratsecken, das sind Schenkelabriebsstellen. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, der ist geil. Die Schwere Artillerie ist bereit. Ja, von Pommern. Oh, wer ist beritten hier? Ist auch schon ein bisschen lustig. Shadow Khan, hau rein. Viel Spaß auf Arbeit. Zone C wurde erobert. Zusätzliche Zeit erhalten. Zone B umkämpft. Oh nein! Das gibt es nicht. Ich schieße zwischen. Oh, und er spottet mich. Jetzt habe ich wieder noch 50 Frames hier. Was ist denn das? Ebenso. Leute, ihr könnt ihn auch nicht kaputt machen. Ach, pro Ghetto. Mann. Schenkelabriebsstellen, das ist geil. Diese blöde Lorry-Kanone. Hm. Wirkungstreffer. Auf dem Parkdeck da oben stehen es richtig. Wow. Schottpanzerung IS-3. Ja, ach komm, 336 bei 390 Alpha, der wäre tot gewesen bei dem normalen, halbwegs normalen Wurf. Scheiße. Das wird hier nicht.
Ja, jetzt fängt die Art hier an, auf mich zu fokussen. Die haben nur eine Kanone vor. Ja, jetzt ist der IS-3 wieder da, full life. Ach, come on, ey. Der wäre tot gewesen. Und so kann der Kleine jetzt wieder full life da oben rumstehen. Oh, Katzen. Und der, ne, der Brocketto noch nicht. Na, der kommt so auf die da rauf. Ja, ich bin dabei. Ich müsste mal Munition auffüllen. Hey, ich bin. Servus. Ja, das. Wenn ich dann mit Heat anfangen muss, auf die Schottpanzerung vom IS-3 zu schießen, wird es irgendwie dumm. Noch ab. Zone B umkämpft. Ach komm, fahr noch einen Meter vor IS-3. Ja, nimm. So. Ja, genau. Ne? Ist halt irgendwie dumm. Ja, na klar, geh ich noch auf. Ach komm, jetzt fährt er da. Ach, Wutz. Ja, natürlich. Noch eine APC. Und dann ein Low Roll, weißt du? Wozu habe ich 300 Ja, so war es ja bei dem IS-3, den ich da beschossen habe, genauso. Der wäre halt tot gewesen. Jetzt steht er halt wieder Full Life da oben drinne. Ich glaube, das könnte eine sehr kurze Runde werden. Wo ist denn der Rap? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zu schießen. Ich hole mir jetzt neue Munition. Horst! Ja, dafür brauchen wir mindestens 60 Leute. Ach, Fox, ich hatte heute auf dem Discord vorgeschlagen, dass man einfach mal. Hey, ein neuer Mozi. Baba, danke für den Follow, dass man einfach mal mit 60 Leuten oder am besten mit dem ganzen Clan gleichzeitig reindrückt bei Frontline und dann einfach mal so spielt, wie es sein soll. Das heißt, die Angreifer werden ein paar Mal decapped, dann dürfen sie halt einnehmen, um ihre Punkte zu kriegen und am Ende hauen sich einfach nur alle auf die Fresse, weißt du? Damit einfach die ganze Kacke mal optimiert wird, was das Thema. Frontline-Modus angeht. Jo, genau! Du kannst mich treffen, aber ich dich nicht. Weil hier ich von dir noch einen halben Millimeter sehe, lieber Progetto. Du willst mich doch verarschen. Jetzt fährt er runter. So.
Nö, das hat ja nichts mit Stats-Patten zu tun, sondern einfach darum, dass man relativ schnell mit guten Runden hier vorwärts kommt. Also, mir sind ja die Statistiken im Frontline eigentlich relativ wurscht. Mia Loots tun gut. Miau Loots. Das ist eine scheiß Camper-Posi da unten. Oh, 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 ich hab hier Besuch. Ich hab hier Besuch. Komm nicht rauf, bin zu weit weg. Gerade ist geschlossen. Es steht. Halt ihn noch 20 so. Steht. 12. Na, ich kenne ihn nochmal. Ja, ich hätte ihn. Okay, gut. Egal. Wow. DT-34. Yo. Die Hauptziele wurden erreicht. Ich war noch offen, deswegen hat er da easy peasy auf mich schießen können. Wo zur Hölle? Ja, genau. Schöner Treffer auf den IS-3. Tja, macht trotzdem Schaden an dir, auch wenn du hin und her wickelst. Nimm den gleich, hoffe ich. Ja, nimm ihn. Nimm ihn ran. Nimm ihn hart, Mann. Schwere Artillerie ist bereit. Ist das sinnlos, ey? Ich bin immer noch auf Wache. Umkämpft. Kunstschuss. Ach, schade, bewegt sich. Luftangriff ist bereit. Wie dieser Liberté da auch noch immer noch in der Mitte steht. Jetzt fährt er aber auch vor und zurück. Um 40 Sekunden noch, geil. Ich merke, er wird genervt. Nö, pff, alles gut. Wenn ich genervt bin, bin ich laut. Jetzt. Wirkungstreffer. Komm, das ist doch witzig. Immer noch Sergeant, bis auf einen Millimeter. Dann mach schnell. Ja, ich hab gerade, aber der Nimbus ist natürlich irgendwo anders hin. Die Hauptziele wurden nicht zerstört. Vor allem, was bringt's jetzt dem Gegner? Nichts. Nichts. Das bringt beiden Teams gerade nichts, weil sie kriegen keine Decap-Punkte, weil es hat ja auch im Grunde auf A nur am Anfang mal einer versucht zu cappen. Ansonsten war das ja jetzt einfach so, wir schießen uns gegenseitig in die Fresse. Wegen den Dummköpfen im Spiel verliere ich. Entschuldigung. Naja, gut. Eine Runde ohne Booster. Ja, Booster, Booster, Booster. Nee, ich glaube, wir sind alle nur ein bisschen ruhiger. Irgendwie war der Tag heute auch auf Arbeit nicht der geilste. Wenn man guckt im Gegnerteam gerade fast nur Radpanzer, 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 Radpanzer. Echt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lese ich. Und aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
7 Italiener. Verteidigen Sie unsere Zonen, bis die Zeit abläuft. Neff trotzdem. Ja, na, ich meine, 5 Radpanzer und 7 Italiener. Das sind ja dann schon fast, naja, nicht ganz, aber es ist ein Drittel des kompletten Teams. Ach ja, stimmt, ich fahr da rüber. Sind 6, okay. Hab ich einmal eins verzählt. Hui. Da haben wir schon einen, so einen Spaß. Komm, tötet es, bevor es Räder verliert. Wird angegriffen. Zone A wird angegriffen. Ach, jetzt geht er auf, ne? Ich bin im Reload. Schnuckis, kommt da mal. Oh, da ist er. Nein. Kommt der nochmal zurück? Ach, der kann ich gerade nicht treffen. Okay. Oder? Nah. Nah. Wohin, da steht denn der Mod 1 da drüben? Nein, sagt Horst. Okay, danke für den Loot. So steht. Jetzt kommt der LP. Ich find's geil, dass immer noch keiner versucht, in B reinzufahren hier. Oh! Oh! Hä? Nee, achso, Quatsch, hier oben. Oh Gott, ich bin schon total paranoid hier. Ich dachte jetzt, erst hinter mir der Radpanzer. Es gibt spezielle Missionen, aber sind die auch für Frontline aktiv, Meborg? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Fritz Peter Wurst. Was? Ich hab mich noch nicht mal getroffen? What the hell? Jo, das ist natürlich jetzt richtig kacke. Merken die erst hinterher, ja, toll. Black, geil. Nein, der kratzt. Scheiße, der kratzt mich einmal am Kopf. Der steht. Ja. Geht zu. Natürlich 544 von dieser blöden. Ja, ach komm, leck mich. Ah, die hast noch eine andere Ziele. Kontrolle über Zone A verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit. Wo sind sie hin? So. Sie wurden befördert. Zone C wird angegriffen. Krass, dass wir B immer noch halten. Das ist ja irgendwie der Knaller schlechthin. Wer wirft denn jetzt hier einen. Ach, ernsthaft. Dann gehe ich erstmal reparieren.
Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Artillerie ist bereit. Den sind nicht rausgekriegt auf C, oder? Reparaturen abgeschlossen. Tja. Ciao, Vicky, hau rein. Danke. So. So, komm drüber, ihr Schwacken. Wo steht ihr denn? Hier. Beide. Mhm. Wir sind eins. Luftangriff ist bereit. In der Hoffnung, dass die hier gleich rüber gehen. Oh, 632. Shit, ich hab den zu spät gesetzt. Den. Ach, Dreck. Unter der Bord. Schön halt. Ich hab ihn halt aufgemacht, schön. Schöner Iron. Der Grad war 632. Nee. Doch, der erste auf dem Borsig. Das war 6. Nee, auf dem Brogetto. 632, 562 und 591. Ja, Iron, Iron. Naja. Oh, Scheiße. Du musst zurück. Naja. Ja, konnte ich nicht. Der hat mir halt die Kette gezogen und dann. Ich hab einen Stein gefeuert, du auch? Nö, hab ihn getroffen. Hey Flipsy, servus. Der hat mich nicht aufgehört. Bereit zum Einsatz. So, kann ich jetzt wieder meinen Geliebten. Also im Frontend fahr ich in Zenlek echt gerne. Ist der Light noch da oben oder ist der wieder abgehauen? Der ist wieder abgehauen, ne? Mhm. Ich schätze mal ab. Der Borsig rechts hat keinen Bock mehr zu spielen oder was? Keine Ahnung. Der hat von AT in Hyrule gekriegt, seitdem nie wieder gesehen. Kontrolle über Zone C verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit. Lol. Das hast du nicht oft, dass B als letzter Punkt noch übrig bleibt. Zone D wird angegriffen. Wir jetzt ungern den Panzer hier eigentlich wegwerfen. Obwohl wir hier deutlich mehr Kanonen haben. Oh. Oh oh. Nein, Haus! Aua. Aua. Ja, und die Kette. Ach komm, nimm mich raus. Scheiße, das war genau das, was ich meinte. Ich will den Panzer jetzt hier nicht wegwerfen, nur für den beschissenen Decap. Hieß es nicht in der Zone B verloren? Nee. Weil es hat mir noch nicht mal punktemäßig irgendwas gebracht. Ich habe meine kompletten Hitpoints jetzt gerade für nichts eingesetzt. Kontrolle über Zone D verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit. Ja, jetzt ketten sie das durch. Ich fahr da nicht nochmal rein. Unsere
Verstärkungen sind eingetroffen. Was? Flugzeug oder was? Können Schweizer eigentlich Dirty Talk? So, du Schlampi, jetzt kommt dein Bestraferli. Ach, schön. Ja, ich fahr mal jetzt hier hoch, weil, das ist hier irgendwie gerade für den Arsch. Im Grunde läuft das ganze Gefecht gerade an uns vorbei, das ist ein bisschen scheiße. Wie viel Pen habe ich mit dem? 90 und ich mache an der Seite vom Scorpion keinen Durchschlag. Ah, das ist schon wieder so. Schwere Artillerie ist bereit. Das ist schon wieder so. Na, na. Warum? Was ist denn da los? Ach nee, Radpanzer an die Seite musst auch kein Damage machen. Sie wurden befördert. Das muss wehtun. Wir haben sie böse erwischt. Na, ist zu spät, da noch einen Abschlag einzusetzen. Wir haben Zone B verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Und schieß mich schon wieder der eigene Ude. Seid ihr IS-3? Bewusst HE? Ja, schon. Ich teste mal so ein bisschen aus, wie viel ich mit der HE machen kann. Also, Learning war jetzt gerade frontal am Progetto, es ist nicht. Reicht's nicht. Aber das ist okay. Wenn ich das weiß, ist das okay. Wirkungstreffer. Ach ja, natürlich kommt da wieder ein. Zone F wird angegriffen. Hat mich jetzt gespottet. Also die HE auf dem ist gar nicht so schlecht. Die hat 90 mm. Oh, hallo. So, Motor mit dem ersten Schuss, ist klar. Schön. Ich glaube, der Scorpion ist AFK. Ja, und schon wieder so eine Ratschwuchtel, ey, mit Heat sogar. Ich habe ja einen 4400 vor mir. Der HE schießt. Dummheit, ich muss trotzdem weg jetzt hier. Scheiße. Echt bewusst HE geschossen, ja. Also beide Schüsse vor allen Dingen. Ach du Kacke. Ich bin auf dem Weg, First Front. Kontrolle über Zone F verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Haut er wieder ab? Die kleine Schwuchtel, die jetzt abhaut, oder was? Ich bin gerade mein Plan. Ach, natürlich. So gut wie neu. Unsere
getroffen. Ja, das ist richtig. Och Mann, ey. Wo stehen die denn? Ah, da. Oh, und der Provello steht. Wieder nur das Rad. Das muss wehtun. Wir haben Zone E verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Oh, das macht so keinen Spaß. Ich hasse Front. Also das ist, wenn die jetzt nächstes Jahr dann ankommen, von wegen im Januar schon wieder Frontline, fange ich gar nicht. Ja, ich fahr's dann halt nur noch aus Spaß, weißt du, um halt Credits zu machen, aber jetzt nicht so, um bewusst diesen Panzer zu kriegen oder so. Das ist so ein Abfuck einfach nur noch. Jo, du triffst mit deinem scheiß Radpanzer von da hinten mit HE, ist klar. Reparaturen abgeschlossen. Naja, komm, Captain will ich wenigstens noch werden, ja. Ja, also Lieutenant erstmal. Dann Captain. Ne, Lieutenant bin ich dann. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Totale Verwirrung hier. Und dann wieder ein Killclown, ey, Dreck. Das ist alles wegen so einem magnetischen Arschloch, ey. Oh je. Obacht AX. Ja. Ich dreht nichts mehr. Auf mir. Wo Ghetto hinter. Aua. Aua. Ja, der Lynx. Ja, jetzt brenne ich natürlich. Ich bin tot. Irgendwie läuft es bei uns halt so richtig nett. Ach, ich finde doch nicht mal, dass es so scheiße läuft, aber es ist halt einfach Frontline. Ziel 2 wird angegriffen. Wir haben Ziel 3 verloren. Ziel 4 wird angegriffen. Wo bin ich denn gespawnt, ey? Weißt du, manchmal spawnst du am Arsch der Welt und manchmal spawnst du und hast direkt den Gegner im Gesicht. Ja. Ziel 5 wird angegriffen. Ich bin doch schon auf dem Weg. Alter Mann, ist kein D-Zug. Nimm die Beine in die Hand, Junge. Mhm. Gott, inspirieren die sich da auch noch. Inspiriert euch woanders. Komme ich überhaupt dran an die hier? Ich fahre Russe, ich will auch RNG. Ach, nicht. Komm, ey, die haben 6 Minuten Zeit, ne, und jetzt pushen sie wieder so extrem. Scheiße. Die Leute, ey. Wir haben Ziel 4 verloren. Aber Hauptsache, wow. Wir müssen gewinnen. Nur noch eins übrig, beschützen Sie das Letzte. Keine Depression. Unsere Verstärkungen sind ein.
eingetroffen. Sie wurden befördert. Oh, schön, der HWK geht raus. Ja, ach komm. Wenn ich das mache, dann bleibe ich da hängen am Rad und da hängen. Oh! Gottes Willen, wo ging der Schuss hin? Kontrolle über alle Hauptziele verloren! Ernsthaft, schon wieder? Querweise einfach nur noch pushen. Wir müssen gewinnen. Weil jetzt fahren nur Idioten. Wenn man seine eigenen 14 noch vertrauen kann, ist man nicht alt. Cortano. Also ich finde es gerade nicht so nervig. Es ist aber irgendwie, es fühlt sich einfach irgendwie nur noch komisch an, aber das ist das Problem. Ach, das Frontline pisst mich echt einfach nur. Kann es nicht mehr fahren, ey. Das war mal cool, irgendwie so die ersten 2-3 Monate und jetzt. Das haben wir gestern das gehabt, das Thema. So. Naja, wenn man wenigstens jedes Mal die neue Karte kriegen würde, wäre das ja schon mal irgendwie geholfen. Das wäre irgendwie. Ja. Ich persönlich kann halt diese alte Karte nicht mehr sehen. Da kotze ich halt. Hey, Kongsturm. Na? Haben sie dich von der Arbeit nach Hause gelassen? Bin einfach gegangen. Na, machst du richtig. So. Ich stelle mich links in die Büsche. Verteidigen Sie unsere Zonen, bis die Zeit abläuft. Das ist der erste YOLO-Bot. Dahinter fährt der zweite, der dritte. Eieiei. Scheiße, zu früh geschossen. Und ja, genau, seitlich. Da haben sie kritischer Treffer. Da haben sie besser Fisch. Leck mich, Alter. Gummi hält ja auch so viel ab. Manchmal. Kann ich so einen Gummi lösen? Ich glaub, der ist unverwundet. Oh, der steht. Na, ich habe wieder gekonnt, die Säule abgeschossen. Ja, ist klar. Läuft bei denen. Diese Position, wo der IS-3 steht, die ist so beschissen. Ja, Foxy, passiert hin und wieder. Kennt man. Ich lach nur da. Ich lach immer.
Ja, ich bin so dumm, ey. Danke, du scheiß T-44 mit deiner 122er, ey. Echt, verdammt. Zone A wird angegriffen. Ja, TS5, das war glaube ich nicht die schlauste Entscheidung, die du da getroffen hast. Ja, Scorpion. Mit HE, was denn auch so. Kommen sie wieder von hinten. Tiger 2. Oh, schieß genau auf die Kanonenblende, Kacke. Ach komm, leck mich am Arsch. Oh, dieses Spiel nervt mich gerade. Also, nicht das Spiel an sich, aber dieses Frontline-Gebums. Mhm. Ach, der steht dahinter. LOL. Ja. Kacke, ich glaube, die cappen das jetzt. Och, Mann. Jo, ich glaube, das geht jetzt durch. Sie sind ja auch deutlich mehr als wir. Oh, stimmt. Ja, ja. Oh, hallo Borsig. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gut, ich dreh schon mal um. Wir haben Zone C verloren. Gegnerische ja, und ich gehe noch auf, ist klar. Cortano, warum jetzt noch macht? Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. Auto, soweit das Auge reicht. Und das in einem Panzerspiel. Gut, ja. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Artillerie ist bereit. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt mit dem TD hier nicht mehr so viel machen kann, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Das Problem ist, wenn sie hier zum Beispiel reinfahren, bin ich ziemlich gebumst. Stehen die noch im Rennpunkt? Kontrolle über Zone A verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Luftangriff ist bereit. Ja, komm noch mal hoch. Wow. Ich treffe ihn sogar. Sag mal, hat der Centurion 1 nicht 280 Alpha? Nee, ich glaube nicht. Hatten die den nicht mal verbessert? Oder war das ein anderer? War das der Heavy? Das war der Heavy. Der ja. Mit der breiten. Stimmt. Dann war es der 8er Heavy. Scheiße, ey.
Kommt hier reingefahren. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, oh. Jo. Hallo, mein Freund. Oh, danke. Oh, schade. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Oh, ich treffe nur die Kette. Ey, also egal, ich bin tot oder so. Aber war trotzdem lustig. Sie, 6. Er, nö, ich geh lieber angeln. Da zappeln die Fische wenigstens ein bisschen. So. Ach, bin ich jetzt gespawnt? Ach du Scheiße! Guck mal, wo ich gespawnt bin. Ernsthaft? Oh, im Arsch. Aber wirklich am Arsch der Welt. Komme ich gar nicht mehr hin. Ich splashe wegen der Nick. Naja. In der Hoffnung. Pass auf, LTDB. Treffe ihn nicht. Schön. Ja, aber es ist trotzdem. Das ist einfach so nervig anstrengend mittlerweile. F ist echt dumm zu verteidigen. Scheiße. Und dann kannst du es nicht mal richtig verteidigen. Nee, F kannst du auch nicht richtig verteidigen. Das ist mega assi. Vorne A kannst du nicht einnehmen, weil das total dumm ist, wenn der Gegner halbwegs geht. F kannst du nicht verteidigen, weil wozu da immer auch Häuser sein müssen. Da komme ich noch nicht mal durch, ey. Ja, natürlich, Scorpion, du machst mich auf, ich dich aber nicht. What the fuck? Er schießt auf mich sogar. Ja, genau. Tschüss. Da wird's hier, ich verreck. Wir haben Zone F verloren. Gegnerischer Luftangriff steht bevor. Dann kannst du wenigstens schauen, was und wo es Neues gibt. Ja. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Hey, Sony. Zone B wird angegriffen. Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Boah, Mist. Nein! Kontrolle über Zone B verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Ich bin schon auf HE. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schwere Artillerie ist bereit. Wohin läuft gerade das Knight Rider-Lied? Jetzt bin ich glücklich. Wo läuft das Knight Rider-Lied? Radio 21. Das sind gerade 80er. Yay! Yay, ich bin jung. Sag jetzt bloß nichts Falsches. Du bist aufgerundet schon 40, also Ruhe. What the fuck? Nee, ich gehe hier nicht spotten. Wofür denn? Für mich vielleicht. Wo stehst du denn? Hinter dir. Ach, da oben drin oder was? Nee, das ist First Front. Ach, du bist die Arti. Da, pro Ghetto. Könnt ihr auf den mal schießen? Ja, kett ihn mal. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Ey, ich sehe nur Schüsse fliegen, aber keiner trifft den. Das gibt's ja gar nicht. Ja, super.
Ja, ich track jetzt den. Jetzt steht da, okay. Jetzt komme ich nicht mal mehr bei Ketten durch. Super. Ich krieg nicht mal Track Damage, was? Ja, Ziel 5 ist so gut wie durch. Ach, die sind komplett hinten rumgefahren, ich seh's. Mann. Ziel 5 wird angegriffen. Das war knapp. Es sind wieder so welche, weißt du, noch nicht mal annähernd alles eingenommen, aber schon mal. Ach, die sind schon oben rein. Ach, fuck. Oh Mann. Ach, die haben zu viele Hitpoints, ich kann da eigentlich nicht. Ey, Zone D wird angegriffen. Diese Kanone vom Emil, ne? Ja, du schwirrst schon, deswegen fahr ich die auch nicht. Der Panzer macht mich verrückt. Ich bin endlich Sergeant, geil. Ich kann mich kaum halten vor Freude. Ah, Stimmung. Hallo. Zone E wird angegriffen. Wurden befördert. Das muss wehtun. Ach komm, Auto-Aim. Wie ich einfach 5000 Mal auf den Scheiß, auf die Scheiß-Badge klicken muss, dass das Auto-Aim funktioniert. Ist der LP jetzt. Ah, der ist reingefahren. Oh, Scheiße. Oh, kein Schuss ist noch. Oh, war den falschen. Kontrolle über Zone E. Aber ist noch ankommen. Der Gegner erhält mehr Zeit. Ja, okay, pro Ghetto hinter uns. Ich bin im Grunde jetzt tot. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Kritischer Treffer. Nimm mich raus. Oh, hilft mir sogar noch jemand. Komme ich hier noch weg? Ne. Noch mehr Gegner. Oh, Scheiße. Das Problem ist, dass jetzt die. Ah, ich verschieße! Ich werde nie die letzten Worte meines Großvaters vergessen. Hör auf, an der Leiter zu schütteln, du kleiner Arsch. Du kleines Arsch. Bereit zum Einsatz! Ah, Mist. Es bringt halt jetzt auch eigentlich gar nichts, sich hier weiter mit dem zu beschäftigen. Groß, weil die haben ja eh schon die 5 zerstört. Ist die IS-3 da alleine? Ja, komm, er kann doch schießen, ey! Und der Pershing kommt weg, ey. Einfach mal nachschießen. So, wo seid ihr denn? Du stehst dort bei 2-3 und First One steht vorne bei 4.
Wir sind am Arsch. Oh ja, ich sehe gerade, da kommt ja einiges auf die 3 zu. Ich komme mal zu dir rüber. Schau mal. Natürlich. Oh, fuck it. Ah, jetzt fährt er noch zurück. Komm schon. Vor allem, wir haben immer noch ein Cap einzunehmen. Ja. Aber lieber die Ziele. Ganz wichtig. Von wo zur Hölle kann denn dieser LP auf mich schießen? Von dort. Oh. Er hält mehr Zeit. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe halt auch keinen Artischlag, den ich da reinpflanzen kann. Ja, ich baue uns an der Badge an der Seite, klar. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Okay. Jetzt habe ich einen Artischlag. Kann ich ihn irgendwie vernünftig einsetzen? Immer auf Nummer sicher gehen, was meinst du? Och, komischer, ey. Reparaturen abgeschlossen. Das ist das zweite Mal hintereinander, dass hier ein Panzer ist, war 20 Schaden. Hättest du Lotto spielen können, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Lotto gewinnst, ist höchstwahrscheinlich genauso hoch, als dass du genauso viel Schaden zweimal hintereinander machst. Ihr habt gut lachen mit eurem Kapitän. Nachschießen, achso, ja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Seite T45. Nicht durch. Ach, come on, ey. Jetzt steht er. Stand. Oh, schade. Ha! Ich treffe ihn da sogar, lol. Aber da ist keine. Ist nur der Kettenrad, ist nichts, deswegen nicht mal der Damage. Unser General hat das Feld betreten. Ziel 1 wird angegriffen. Hey Ghost! Wirkungstreffer! Sie wurden befördert! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wir haben Ziel 1 verloren! Nur noch eins übrig, wir schützen dir das letzte. Wow. Oh, hinter mir. Fuck, 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 fuck. 53, ja. Welches Ziel ist jetzt noch? Kriegt ihr die 4 hin? Bislang sieht okay. Und dann fahre ich nämlich Richtung, also denen auch entgegen, was da von der 1 kommt. Ich bin auf dem Weg aus. Bist du schon offen gewesen? Ja, ja. Ok.
Okay, noch ist raus. Schön. Ah, sie spottet mich halt noch, das kleine Mistvieh. Ziel 4 wird angegriffen. Wie sieht die 4 aus? Wird gehalten gerade noch so, glaube ich. Naja, da hinten ist schon eine Lorry drin. Loot, Loot von Tree, danke. 4 wird schon angegriffen, ja. Der LTDB und der T44, die schnallen halt einfach nicht, dass da eine Lobby. Scheiß Häuser. Mit den Bunker da, das ist das Dümmste. Oh fuck, oh fuck. Nein, wieso, du triffst ihn. Oh fuck. Hui, huhuhu. Ja, Mod 1, ich hab's verstanden. Scheiße, jetzt geh ich raus. Ziel 3 wird angegriffen. Oder? Ey. Irgendwo ah, scheiße! Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, oh, jetzt braucht er wirklich mal einen Rap-Punkt. Das Problem ist, ich bin kurz. Scheiße, ey. Oh nein, wer denn jetzt? Ziel 3 und 2 ist echt übel. Quatsch. Kontrolle über alle Hauptziele und 3. Ja. Ich war kurz vorm General. Ja, ich auch. Ich nicht. Du hast wenigstens auch einen Leutnant geschafft, ey. Boah. Dazu. Oh, ist das zäh heute. Was ist in 17 Tagen und 5 Stunden? Erster Advent oder so? Ich habe keine Ahnung. Nee. Nee, das ist zu kurz. Pff, dann. Dann geht die nächste Frontline-Woche los. Ich. Nee. Ich weiß es doch auch nicht. Schrei mich nicht an. Kongsturm weiß es. Weiß ich nicht, oder irgendein scheiß Feiertag, wo irgendjemand gen Himmel gefahren ist. Bisschen wie über den Ohr. Bums im Betttag. Oh, geil. Den gibt's aber bei euch nicht in Bayern, glaube ich, oder? Habt ihr Bums im Betttag? Klar.
Ihr habt doch alles, oder? Das ist doch. Ist das nicht ein evangelischer Feiertag? Was weiß ich? Ja. Nee, es muss ein katholischer sein. Ah nee, Maria Himmelfahrt ist katholisch. Ach, was weiß ich? Ja, siehst du, Maria Himmelfahrt habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin evangelisch und ich arbeite auch als evangelisch. Verteidigen Sie unsere Zonen, bis die Zeit abläuft. Das sind zwei Banse übereinander? Nee. Hä? Was? Hä? Was? Was? Hä? Ach, die... Was? Die Silhouette von dem AMX hat so komisch ausgeschaut. Ich hab gedacht, das sind zwei Panzer, weil der auf einmal so einen Hugel da gehabt hat. Eieiei. Nadja, was ist los? Geht's dir gut? Nee, irgendwie nicht. Kannst du Alter, nicht ein Gegnerin sein? Wer fährt denn da Löwe? Ich treff dich immer außer Fahrt. Ja. Wer? Du hast ja auch den Cheater-Mod an. Na, der First Shot. Hoppla! Der IS-3 hinten voll neu. Lol, wer fährt denn da einen. Den Heslon? Ja. E2. Den Wasserkopf. Die steht? Ja, ich... Okay. Ah. Okay, der WZ steht so, dass ich ihn treffen kann. Ich muss jetzt mal mit Heat nur durchschlagen. Ich hab den Emil aufklärt. Ja. Yes. Ich werde mich mal nach oben begeben. Nein! Entschuldigung. Schön. So geht das. Ich kann das auch. Sie wurden befördert. Loot von Kronksturm? Nö, eigentlich nicht. Die gehen ganz, ganz normal durch, aber jetzt nicht in so einer Extremfrequenz, wie wir es die letzten Male immer so hatten. Da war ja teilweise alle 2 Minuten ein Loot. Das ist dann schon ein bisschen penetrant. Cool. Oh, der steht. Der T-44, der dazugegangen ist. Der steht dort noch. Jetzt sind nicht mehr. Kommst du da klar? Willst du da wirklich hier oben reinpimmeln? Weiß nicht. Da kommt ja schon der erste Kollege. Ja, der, den bauen sie. Großfresse. Schön. Komm, den holen wir uns. Ja, genau. Und dann. Warum denn? Wir müssen doch nur verteidigen. Wieso? Ach so, nein! Hinten Löwe. Aber das ist doch zu. Ja, da genau. Da können sie ja dann runterfahren. Immer so. Haha, servus. Oh, der kommt. Hier, pass auf. Ja, dann fahr doch zurück. Ja, dann mach doch. Ja, nee, fahr zurück. Du verlangst von mir, dass ich auf etwas wirke, was ich nicht beschießen kann, dadurch, dass ich da vorne. Ja. Mach ich öfters in der Nacht. Ihr zwei, ey. Hinter dir, pass auf, vorwärts nur, nicht rück. Vorwärts immer, rückwärts immer. Komm, ich ramm dich mit Bam. Ja. Ich schieße ihn. Ich ramm dich mit 200 Hitpoints. Shit. Warum ist denn der so hart? Oh, so. So, was wolltest jetzt du von mir? Nix. Weißt du, dann macht sie einmal, weil dann. Komm her. Ja. Das, oh, die Frau ist echt groß. Unglaublich. Zurück. Der Emil schießt APC, ja.
Der ganze also Abend Gold. Sagt schon, du nett und jetzt darf ich einmal cool sein. Und dann, oh, der ist ja doch. Ich bin offen. Schießt er bestimmt noch einmal Gold ab, jetzt wäre noch klassisch. Ja, schießt er freilich. Aber einen hat er schon raus. Ich habe erst in 15 Sekunden einen Artschlag. Und dann nicht ran an den. Zone B wird angegriffen. Durch was gehe ich hier bitte auf? Nicht dem LP. Der sieht mich nicht durch die. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Warum fährt denn der Junge jetzt zurück? Warte, ich mach. Okay. Schwere Artillerie ist bereit. Warum der Kill rein? Der kleine. Der hat ganz schön gefressen. So, kommt der Emil jetzt? Oh, mit Gold-APC, er kommt ja auch frontal durch deinen Turm, du Pen. Oh, hinter. Dahinter steht noch was. Bin nochmal reparieren. Lappen, ja. Oh, da ist er tot. Oh. So ein Lappen, ey. Was ist denn nur an deinem Turm hinten dran? Schnuffi! Gasmaske, genau! Luftangriff ist bereit! Das heißt ABC-Schutzmaske! Herr, was weiß ich nicht, Obergefreiter oder was du warst? AG. Oh, der Herr war Hauptgefreiter! Uhu! Hagebutte, du! Ja. Manchmal juckt's innen. Kontrolle über Zone B verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Kennt ihr das mit des Juckpulver? Was? Jena Hagebutte. Na Hagebutte, das Juckpulver. Das ist doch so Juckpulver. Ja, ja. Das haben wir früher gegenseitig immer in den Bubbel reingeschmissen. Ja, wir auch. Und haben uns gefreut wie Schnitzel. Nicht da reinfahren, Stopp. Scheiße, das war's. Jetzt auch mal auf die magische 2. Hier hinten kriegen wir Besuch. Oh, fuck. Ui, ui, ui. Ich muss mir das wieder. Winkelst aber total. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich fahr lieber. Was ist los, Phantom? Ey, was verpieselst du dich denn, du Mikro-TD da? Halt die Klappe, ich will in Position fahren, du Hoden. In Position vielleicht. Ja. Du kannst mal beschweren, was der Progetto hier macht. Ja, mach mal da deine 6% wieder ganz, bitte. Oh. Oh, ich muss nur eine Minute 15 warten. Das ist jetzt blöd. Der ist einmal gebounced. Steht. Oh, jetzt noch ein FV da hinten. Teamwork. Warte mal, ich hab noch einen Artischlag. Teamwork. Wo ist denn der jetzt hier? Da. Den anderen Schnupfen hab ich. Du schon wieder. Hey, ich geh jetzt vermutlich raus hier. Ich geh jetzt raus. Oh, oh nee. Oh, oh, scheiße, ich muss hier weg. Ich hab noch 3 Hitpoints. Tschüss. Okay, du steht Britsche breit da drin. Hab ich ihn wenigstens rausgekommen mit dem Artischlag? Ja, ja. Completo. Completo Progetto. Jag dich, Junge! Oh, hallo, ich hätte ihn schon alleine noch. Wie sie immer die große Klappe hat! Und 2 Sekunden später, uiuiui, Hilfe! Lass mich liegen! Mein Rohr ist gebrochen, ja, ja. Mein Rohr ist gebrochen. Das hab ich zum Beispiel noch nie am gesagt. Panzer. Klar.
Ja, das wäre auch komisch. Hast du jetzt eigentlich dieses Rüsselspiel bestellt? Selbstverständlich nicht. Denn du lachst, Timo. Weihnachten kommt bestimmt. Am Schluss kriegst das du. Guck mal in deinen Briefkasten und dann. Ich? Ja, kennt meine Adresse gar nicht. Oh, warum? Noch nicht. Doch. Was? Du kennst meine Adresse? Du hast mir doch deinen Ausweis gezeigt. Hast du gemerkt? Irgendwas hast du. Nee, aber ich habe sie gesehen. Also, wenn ich sie lesen würde, dann wüsste ich, dass es ist. Wow. Ey, wow. Das ist eine Aussage. Weißt du, willst du mir was zuschicken? Aber oh Gott, das ist so herrlich. Lass 20. Okay, egal. Ja, bitte. Wenn ich jetzt da auf Google Maps da umeinander schaue, wo wir dich rausgelassen haben und da wegen rumschaue, wie die Straßen heißen, dann lässt mir schon wieder einfallen. Aber so jetzt ist im Stegreif kein. Irgendwas mit Bindestrichen auf jeden Fall. Wir kamen noch in Loot, den wollten. Ja, das stimmt. Ha, ich bin gut. Last 42 Days, die langweiligste Sechsstellung ist, wenn du unten liegst und keine oben. Ach man. Pommern, ey. Wer kennt sie nicht, ne? Schönes Ding. Da kommt doch noch einer zum Spielen, ey. Ja. So, rechts, Badget. Irgendwann musste ich ja mal drauf gehen. Wo ist hier eigentlich Miss Marple, hä? Wer ruft? Ja, wir bräuchten ja ein bisschen Hilfe. Hier fährt gerade eine Badge durch, Kollegin. Komm mal ran hier. Ich bin noch da. Steht in der Mitte, weiß ich. Ach, alles muss man selber machen. Progetto hinter dir. Rechts klick, links klick. LB ist noch da, rechts. Oh, scheiße. Oh, mein Moonlager. Oh, am LB, also da kommt da aber jetzt einiges. Ja, die pushen da oben die Flanke. Er steht. Hier ist er nicht wieder hochgekommen. Ah, das Ding ist durch hier. Wir haben Zone A verloren. Gegnerischer Luftangriff steht bevor. Wir sind erledigt. Los hier. Sie wurden befördert. Bereit zum Einsatz. Ach so, Sende, komm her, mein Freund. Irgendjemand hatte gefragt, ob ich in RV fahren kann. Zone E wird angegriffen. Nee, da habe ich die Mannschaft verloren, glaube ich, nicht reingeholt. Also, nee, das tut mir leid. Aber ich habe gedacht, er wollte den 4015, also in Stage 2. Ach so, na, den können wir eh nicht fahren. Also, nicht im Frontline natürlich. Kann auch sein, dass ich mich jetzt verlesen. Ach, was ist da los? Ja, Rückzug schon mal. Darf nix. Erstmal abwarten, was hier passiert. Kommst du noch weg? Ja. Willst du da rechts rüber rausfahren? Ja, vielleicht hier, dann kann man da eigentlich rein. Eventuell. Ja, den 10er hat man. Ach, der 10er. Gut, das wird natürlich jetzt hier. Schade. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ach. Stehen noch getroffen. Der ging voll
Du kleine Drecksau. Na Mann, Defender, das ist ein Leid. Wovor hast denn du da jetzt Angst da oben? Toll, wenn der Defender das... Oh, scheiße, da ist er doch schon. Schön. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Hallo, könnt ihr... Ach krass, wir sind ja schon bei 50 Sekunden. Oh. Schwere Artillerie ist bereit. Ups. Bilden die Frau. Natürlich. Ich habe eine Silberallergie. Scheiße. Naja, gut, das Ding ist eh durch, weil die jetzt nichts mehr einnehmen werden. Oder wir müssen sie halt in den Cap einfach lassen. Lass die mal in den Cap. Ich gehe da mal machen. Ach, jetzt bin ich doch tot. Kommt schon wieder ein Radpanzer von hinten. Komm ich nicht durch? Leute, lasst die doch in den Cap fahren. Meine Fresse, dass sie einfach nicht checken, worum es geht in dem Modus. Was für Vollpfosten, ey. Da war, es sind noch 4 Zonen nicht eingenommen. Ich war schon bei einem Viertel-Captain, ja. Das ist der optimale Ausgangspunkt, um hier einen General hinzulegen. Und was machen die Idioten? Wir müssen sie rausschießen. Oh. Der IS-3 stand schon drinne. Lasst ihn doch einfach drinne stehen. Kotzen. Jetzt meckere ich auch mal. Naja, das ist doch wirklich. Mein Booster ist abgelaufen, ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele jetzt nicht noch eine Stunde. Das ist die Abendgarderobe von Sturmei. Was? Leon, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mein Onkel heiratet bald zum 4. Mal. Die Einladungskarte beginnt, Ladies and Gentlemen. Es ist schon wieder soweit. Humor hat er. Ach so, der güldene Panzer. Runde random. Ich will noch was aufnehmen für morgen. Ich, ganz ehrlich, wir machen jetzt einfach Feierabend. Yeah. Also ich habe jetzt nicht so einen Frust geschoben wie ihr zwei. Für mich war das jetzt okay. Ich habe aber jetzt auch keine Lust, irgendwie nochmal eine Stunde zu fahren, weil dann wird es wieder urspät bei mir. Und auf Random habe ich jetzt aber auch irgendwie gerade keinen Bock. Ich gucke euch mal, wo ich schick euch zum Alex. Ich fahre dann Samstag nochmal und zwischendrin halt, also, ja. Also, ich sag mal, gute Nächtle an alle. Ich schicke euch noch zum Alex, der bestimmt da sagt, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und wir sehen uns dann alle morgen auf YouTube. Und am Mittwoch auch auf YouTube. Und am Freitagabend auch auf YouTube. Und am Samstag wieder auf Twitch Arena. Euch ein gutes Nächtle, einen schönen Montagabend noch. Bis dann. Tschüss.